Mann, jetzt sei mal nicht so aggressiv, du. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Kenny Ross, wenn Hertha mal wieder richtig scheiße gespielt hat, Mann. Oh ja, das kennen wir alle. 8 bis 10 Löten getrunken. Oh, das kennt ihr auch. Was lief denn da am nächsten Tag? Vor allem Dennis. Die Seelenmassage mit Dennis. Und Flo bei der Strickloge. Haha. Denn so ist es. So schlimm ist es gar nicht. Doch, doch. Nur sei nicht traurig. Es wird auch wieder besser. Das frage ich mich ja auch. Gutes. Wir haben auch nicht Pech. Naja. Aber das Potenzial der Mannschaft ist deutlich erkennbar. Mannschaftsaufstellung, derbe geile Experten-Talks und Tipps des nächsten Spieltags. Trash und Insights von der Mannschaft. Und natürlich Dennis, die geile Sau. Mit seinem unfassbar netten Preisausschreiben. Alles jeden Dienstag. Nur hier bei der Strickloge. So sieht's aus. Erstmal ein Solo. Schrödinger Papa, Schumpudu-Dupu. Schauen, ob die Verbindung steht. Und ob ein paar Hornissen oder Marder in den Stream kommen. Sehr geil. Welcome. Ach, war das wieder mal ein schönes Intro. Das höre ich gerne. Oh. Und was ist das? Es ist ausverkauft. So eine Scheiße. Verdammt. So, Dennis, hörst du mich? Hörst du mich? Na klar höre ich dich, mein Schatz. Alle hören dich. Dann höre ich dich auch. Juhu. Was ist denn das für ein schönes Trikot? Und warum gibt's das nicht mehr? Was soll denn das? Bis heute um 18 Uhr können wir das doch bestellen. Aber wieso nicht mehr? Also ich war gestern tatsächlich um 12.05 Uhr drin, konnte noch für meine Kinder 2 Trikots bestellen. Für meine Größe war es leider schnell ausverkauft. Ja, die müssen das doch nachmachen. Sag mal, was soll denn das? Die können ja nicht nur 50 Dinger da machen. Was soll denn das? Kannst du mal bitte deine Connections anwerfen und sagen, hier ein paar, so 20.000 Trikots nachdrucken? Dazu zwei Sachen. Die haben doppelt hier. Ich mache das jetzt wie Tom, der auch immer sagt, ich arbeite und lässt seine Freundin die Möbel zusammenschrauben. Das bestverkaufteste Sondertrikot. Und das kann man leider nicht mehr verstehen. Es wird keine zweite Tranche geben. Das kann nicht wahr sein. Ja. Das kann, warum denn bitte? Was ist die Begründung dafür? Und warum hakst du schon wieder so, mein Freund? Jetzt habe ich ein Bild. Ich hab ein LAN-Kabel drin. Also eigentlich sollte es nicht haken. Ach. Nee, ich hab's nicht drin. Warte. Ja, da haben wir genau das Problem nämlich. Du hast ja das LAN-Kabel in der Hand, mein Gutster. So, News ist auch noch drin, oder was? Ich hoffe, das springt jetzt automatisch auch um, dass die Verbindung besser wird. Nein, wird sie nicht. Vielleicht gehst du noch mal raus und kommst noch mal rein. So. Ich hab ihn einfach rausgeworfen. Rausgeworfen habe ich den. So, Tag, Leute, erstmal. Hallo, Herr Tana. Hallo, Herr Tanerin. Hallo, liebe Hater. Flo heute mit Hemd. Ja, ich bin direkt von der Arbeit mit den Hunden gegangen. Jetzt gerade hochgestürzt und ruf, ich muss mich gleich umziehen und dann geht's zur großen Tanz in den Mai-Party. Morgen muss ich morgens schon wieder arbeiten. Ich hab mir das schon wieder alles so versaut, Mann. Ey, ich bin so müde, ey.
Das ist doch kacke. Bleibt doch ausverkauft. Wieso denn? Die können das doch mal nachdrucken. Das ist doch nicht so schwierig. Was soll denn das? Test. Ja, jetzt ja viel besser. Viel besser, mein Schatz. Aber was soll denn das? Warum können die das denn nicht nachdrucken? Was? Wieso denn nicht? Es war eine Sonderline, was immer das heißt, und wurde ja vor einem Jahr bereits bestellt und kann jetzt nicht mehr neu produziert werden. Das musst du ja bei der Ausrüstung bei Nike machen. Ja, das dauert ein bisschen. Das war ja bei dem, ich sag immer, grauer Beton, war das ja ähnlich so. Bei dem schwarzen, dass es auch nachgeordert werden muss. Und es hat gedauert, weil es irgendwie schwierig war. Aber das sollen sie da einfach machen. Naja, jetzt kannst du, also es gibt ja die Leute, die sagen, es soll ja eine Sonderedition sein. Und wenn jeder das haben kann, ist es keine Sonderedition mehr. Ja, aber zumindest alle Mitglieder sollten schon die Möglichkeit haben, sich zu kaufen. Ich hätte es auch gerne gekauft. Ich habe ja mehrere Leute im Verein angeschrieben, dass ich eine Weinergröße bekommen kann. Und ich habe von mehreren Leuten die Antwort bekommen, ich darf selber bloß eins haben. Ja, aber ich hätte ja auch gerne eins. Hallo? Die Strickloge. Also wenigstens die beiden von der Strickloge könnten jeder ein Trikot mal von Hertha bekommen. Also, wenn es jetzt jemand hört, mir sind da so ein, zwei Namen im Kopf, die ab und zu hier mal reingucken, dann wäre es ja mal angemessen, dass wir vielleicht noch so ein Trikot kriegen, Leute. Also jetzt mal im Ernst. Wir zahlen ja auch dafür. Aber auf eBay stehen die schon für 300 mittlerweile drin von irgendwelchen Fuckern. Und das ist ja wieder eine Frechheit, finde ich. Ja, und dadurch befeuerst du das ja. Und wir brauchen doch Geld. Dann druck doch noch ein paar Trikots nach, Leute. Ich glaube, also du kannst sie bestimmt nachdrucken, aber ich denke, die dauern wieder ein Jahr vielleicht und dann wird keiner das mehr haben. Na, 2-3 Monate, dann nehme ich das auch noch. Oder ich nehme das in Kindergröße, dann müsst ihr damit leben, wenn ich bauchfrei in der Loge stehe. C-Freak. Wenn du möchtest, kannst du es von C-Freak haben, in der M. Das würde mir passen vielleicht. Ach nee, in der M, das fällt klein aus. Wieso hast du es von C-Freak? Weil ich den cool finde. Du hast es in der Kindergröße bestellt. Ich habe zwei. Eins für Lukas bestellt und eins für Lara bestellt. Ach so, ich dachte Erwachsenen-M. Oh, du bist so gemein. Ja, ein Erwachsenen-M. Erwachsenen-M für Lukas. Das passt ihm nicht. Und für die Tochter, genau. Also ja, du kannst das gerne probieren. Okay, Luki. Ich hab erstmal gekauft. Luki, wenn du das hörst, tut mir leid, aber man muss, dein Vater, du hast so viele Shirts. Der Flo, der zieht es als erster an. Hase, ist es schön, dich zu sehen. Ist es heiß, mein lieber Herr Gesangsverein. Puh. Not bad, not bad. Und es ist wie immer, sobald die Temperaturen steigen, gibt es in den Clubs gerne auf die Fresse. Bei mir ist es zwar umgekehrt, ich hab mir noch nie gerne auf die Fresse gehauen. Und ich finde, im Sommer sind die Vibes eigentlich immer besser. Aber schon wieder gab es mal Auseinandersetzungen. Und wen hat es getroffen? Ayman. Ayman. Was ist das für eine Nachricht schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich kriege heute ein paar Infos, weil mehrere mir geschrieben haben, soweit sie was genaues wissen, schreiben sie mir das gerne mal. Aber ich habe noch nichts gehört. Außer den Club, wo es war. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen öffentlich ist. Das Bricks am Haki. Okay, aber ist das auch schon. Ja, genau. Frage ist nur, hat der Türsteher da zweimal reingedroschen, weil er dachte, du kommst hier nicht rein? Oder? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich versuche es rauszufinden. Okay, das wäre interessant. Warte, ich muss mal ganz kurz hören. Okay, es scheint nichts Schlimmeres zu sein. Ich höre Kinderwein. Mappy, verstehst du? Mappy. Ja. Laufrad Mappy, du verstehst. Ja, okay, also das war eine Nachricht, die natürlich, ich dachte, du weißt Neueres, aber was sagst du dazu? Ist das das Ende von Barkok bei Hertha? Also, ich würde mich jetzt nicht auf Fenster lehnen, irgendwelche Schuldfragen oder Unschuldfragen bewerten, weil wir überhaupt noch nicht wissen, was da passiert ist. Nee, das nur weiß man wann nicht. Und wo, aber nicht was. Also natürlich, würde das ich da erstmal noch nichts zu sagen wollen. Ich meinte das Ende von Hertha, weil er sein 12. Saisonspiel nicht machen wird. Ich glaube, die Option hätte Hertha ja selber gehabt. Die hätten sie ja schon gegen Hannover nutzen können. Ja. Und da hat er plötzlich nicht gespielt. Sieht eher nach nicht aus. Ja, war eigentlich so ein Zeichen. Ne? Weil, also es gab ja so ein paar Interviews,
Also ich habe zwei Interviews gelesen, wo gesagt wurde, ja, er hat sich ja gesteigert. Was ich, also die Steigerung war jetzt vielleicht da, aber sie war nicht so, dass man dachte, oha, würde ich sagen. Und ich denke, dass auch so, ansonsten wäre er wahrscheinlich eingewechselt worden zumindest, oder? Auch bei dieser... Eingewechselt hätte er können. Also ohne die Klausel. Ach so, ist ja nur Startelf. Okay. Erstmal möchte ich mal kurz hier unsere Tor Hertha grüßen, der mich schon ein paar Mal nach Sachen gefragt hat. Flo war im Stadion, hallo Dennis. Ja, Flo war im Stadion, genau. Und er fragt, Dennis, deine Loge ist für mehrere Leute oder nur für eine Karte für dich? Oder nur eine Karte für dich? Darf ich die Frage beantworten? Eigentlich ist die Loge ist für eine Person und zwar für Dennis. Aber es tummeln sich immer ziemlich viele Leute in dieser Loge. Das stimmt auch. Aber weil, erst dann nicht gestimmt. Weil Dennis immer gerne Leute um sich hat. Ja, ich bin ja der Meinung, dass zwischen so ein bisschen ungeplant so eine Place to be geboren ist, für nach dem Spiel. Da ist ja inzwischen, würde ich schon sagen, so jeder mal da. Ich würde sagen, das Who is Who von Hertha kehrt da ein. Und das ist immer sehr unangenehm, weil man da ja immer schon ein bisschen eine Tür auf dem Kessel hat, wenn die Herrschaften kommen. Aber die Herrschaften scheinen das auch zu beherzigen, dass man in die Loge kommt, wenn man schon was getrunken hat. Insofern ist das sehr angenehm, muss ich sagen. Es gibt auch bei Hertha einen oder anderen, der gerne ein bisschen mehr trinkt. Ja. Natürlich ohne Namen zu nennen. Ohne Namen zu nennen. Und ich muss sagen, ich habe sehr nette Gespräche auch diesmal geführt mit netten Menschen, auch von Hertha. Muss ich sagen, also es war ein sehr netter Logenbesuch. Ja, also zumindest was die, ich nenne sie mal YouTube-Szene angeht, sind sie ja inzwischen eigentlich immer alle da. Also du leider noch zu wenig, nach meinem Geschmack. Ja, weil man auch dazu sagen muss, die haben ja da überhaupt nichts zu suchen. Diese YouTuber, die da immer angeschissen kommen, ich zähle mich damit dazu. Wir sind ja völlig unwichtig. Das ist ja das Witzigste, dass die YouTuber da immer so mich eingeschlossen rumlaufen und angesprochen werden, als wären sie Stars. Dabei sind wir ja die größten Honks. Ich rede da auch von allen von uns. Ich sage jetzt mal, ich hatte jetzt 4 Stück auf dem Zettel, die am Samstag da waren. Und alle 4 sind super nette Leute, die aber bis auf einen vielleicht, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, jobtechnisch. Aber ansonsten ist es ziemlich witzig, dass die Leute uns so abfeiern und es so gerne haben. 5 sogar, fällt mir ein. Es waren 5. 5 YouTuber? Ja, mit dir. Ach so, ja, okay. Ich habe ja keinen eigenen Channel. Ich bin ja immer nur überall Gast. Aber ich bin ja Teil der Strickloge, wurde mir gesagt. Ich bin sehr happy dafür. Du bist mittlerweile schon die Strickloge. Also, das ist dermaßen gut. Also, ich muss sagen, das hat mich wirklich. Es freut einen natürlich trotzdem, wenn die Leute das so cool finden und sagen, es ist so witzig und sie gucken das so gerne irgendwie. Aber trotzdem ist schon ein bisschen was Wahres dran, so dass dann, dass man so. Also, es hat ja nichts mit irgendwie Bekanntheit zu tun, wenn du wie wir hier einfach. Es ist ja eigentlich wie Kumpels, die über Hertha reden. So ist ja die Strickloge auch gemeint. 2 Kumpels oder mehr reden über Hertha und dann sind noch ein paar geile Atzen im Chat, die auch Kumpels sind und auch mitreden. Und auch das, also durchaus sich streiten über verschiedene Meinungen. Ich finde es immer witzig, wenn man dann so hört, so, wer denn jetzt die richtige Meinung hat. Ich glaube, wir sind alles jetzt nicht die richtigen Experten. Weil ich hatte gerade, ich fand es so witzig, weil ich auch mit jemandem von Hertha geredet habe, der sehr, sehr nett mit mir geredet hat. Und seine Meinung auch zu meiner Meinung mir kundgetan hat. Und das fand ich halt schon beachtlich, dass Leute scheinbar schon diese Loge sich anschauen. Mit A? Mit A, ja. Vorname? Okay. Ich weiß es nicht. Das können wir uns nachher offline drüber unterhalten. Auf jeden Fall hat es mich überrascht, dass da schon Leute hier bei uns reinhören und scheinbar sich das auch zu Herzen nehmen. Was ja jetzt, wir reden ja nicht gemein, aber es war witzig zu hören. Also ich bilde mir ein, dass ich immer verdammt viel höre und auch in Gewissheit, also vielleicht nicht in der Ultraszene, aber in den normalen Fankreisen spreche ich mich ja schon sehr, sehr viele Leute an und habe auch zu vielen Leuten Kontakt, sodass ich
mir schon ein Stimmungsbild darlegen zu können, mal ausgegrenzt von den Ultras. Also der normale, klassische Fan, nicht der Ultra-Fan. Der normale Fan wie du und ich. Wo, also ich hätte ja viel angeschrieben. So ein Fan, wo das Hemd schon spannt, weil es scheinbar zu klein ist. Ach, auch die kenne ich ein paar, aber ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt. Und wenn es um Stimmungsbilder geht, glaube ich, dass da schon... Und dass das schon ein Grund ist für Hertha offiziell auch mal hier oder bei Tom mal reinzuhören, um so die Stimmung der Hertha-Fans mitzunehmen. Genau. Dass du nun drauf hören, oder ist eine andere Sache, aber ich glaube, das ist schon das Interesse, was da ist. Das ist richtig, aber dass dann auch also so drauf eingegangen wird, ich nenne wie gesagt keinen Namen, aber also so ein paar Themen wie, ich sag mal, Pal, ja, nein, Ibo Maser Verlängerung, junge Spieler Verlängerung. Das finde ich schon witzig, so, dass dann jemand einen anspricht und sagt so, finde ich ja interessant, deine Meinung. Das hat mich irgendwie auch gefreut, muss ich sagen. Tor Hertha, mein Sonnenschein, wir gucken natürlich in den Chat, aber wir müssen ja auch miteinander reden tun, verstehst du? Und wenn wir immer in den Chat gucken, und dann würden wir gar nicht miteinander reden tun, und der Dennis, der ist sehr erpischt, auch eure Fragen dann hier noch reinzubringen. Ich gebe alles. Es gibt eine Frage, gibt es in der Loge auch Türsteher? Ja, an beiden Türen, einer rechts, einer links. Ey, und nicht nur da, sondern, das ist mir diesmal wirklich aufgefallen, die haben jetzt ja da so ein Catwalk für Rollstuhlfahrer eingezogen, für die WM. Alter, oder EM, ja natürlich EM, was war denn da los? Ey, ich meine, da sind jetzt ja, wurden die direkt für uns abgestellt, weil wir einfach jetzt so berühmt sind, dass einfach so eine bissigen Securities da praktisch vorstehen? Oder hat sich rumgesprochen, dass da gerne mal das ein oder andere Kaltgetränk rübergereicht wird? Oder waren die einfach nur Kacke drauf? Also, tatsächlich konnten diese, also um es kurz mal zu erklären, vor der Loge hatten wir immer Sitzreihen abwärts bis runter. Und die ersten beiden Sitzreihen, beziehungsweise die zweite Sitzreihe, wurde abgebaut. Dafür wurde der Boden verlängert mit einem Blech und da wurde ein Geländer davor gebaut. Das heißt, es gab eine Sitzreihe, viel Platz, Geländer. Gedacht für die EM, für die Rollstuhlfahrer und für die Begleiter, die sich dahinter hinsetzen können. Diese Karten wurden natürlich nicht verkauft. Heißt, jeder, der da gesessen hat, musste da falsch sitzen. Hm. Also haben die darauf geachtet, dass da keiner rumrennt oder was kaputt macht. Oder der Nachricht fragt dann, aber auch, ich finde auch höflich eigentlich, schon strikt, aber höflich und nett gefragt haben, ob sie denn alle Bändchen haben. Und wenn das Spiel losgeht, müssen alle, die kein Bändchen haben, müssen mit dir weg. Und aber das haben sie schon höflich gesagt, finde ich. Aber ich hoffe trotzdem, dass das nach der EM wieder so ist oder so gemacht wird, wie es vorher war. Das hoffe ich auch. Also höflich schon, aber also es war ja vor dem Spiel. Und ich kann mich erinnern, da waren ja wirklich auch ganz nette Leute, die mit uns geredet haben. Und da kam der Typ an und meinte, du hast 2 Minuten. Also, wie 2 Minuten? Was dann? Dann kommt Schlagstockeinsatz oder wie? Das Hemd ist nicht eine M, es ist Slim, es ist italienischer Schnitt, Tor, Hertha. Oder, nee, Thorsten BVB war es. Es ist italienischer Schnitt. Und wenn es jemand tragen kann, ja, bist da selber, bist da Bescheid. Wie findest du denn mein T-Shirt? Guck mal. Warte. Weißes Shirt, Black Edition. Oh, finde ich sehr geil. Sehr geil. Ich finde es witzig. Von wem hast du denn Ditto? Mir selbst erworben. Finde ich sehr geil. Ach, siehst du? Ich wollte heute das T-Shirt anziehen, was uns geschenkt wurde. Ja, Mann. Verdammt. Oh, so das lieb. Ich krieg's in Hertha-Blau hoffentlich. Ja, also, was sagst du denn? Also, nochmal die Frage. Barkok, wahrscheinlich werden wir nicht mehr für Hertha sehen, oder? Ich denke, dass er für das Gehalt, was er verdient, zu mittelmäßig ist. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er ist auch nicht, er sticht nicht raus, er ist kein Rehse, er ist kein Tabakovic, er ist kein Maser, kein Clemens, wie auch immer. Ja. Er ist so ein Mitläufertyp. Der ist nicht schlechtes, auch nicht gutes. Und er hat ja seine Chance eigentlich auch nicht genutzt, muss man sagen. Er ist ja gekommen eigentlich, als wir noch sehr viele Verletzte im offensiven Mittelfeld hatten. Und man muss sagen, jetzt sind eigentlich fast alle wieder zurückgekommen. Gut, einer geht. Aber er hat sich jetzt nicht dafür angeboten, muss ich auch sagen. Und der nicht für das Gehalt. Wenn er jetzt ein Gehalt hätte von 300, 400, 500.000,
okay, kann man drüber nachdenken. Aber er soll ja angeblich 1,2 Millionen verdienen oder 1,115 Millionen verdienen. Das ist es nicht wert. Nee, das finde ich auch. Aber trotzdem ist natürlich verwerflich. Man weiß nicht, ist er selber schuld oder nicht. Keine Ahnung, ob er ein Fahrrad zurückholen wurde, was geklaut wurde, irgendjemand. Man weiß es nicht. Man kann nur hoffen, dass er es nicht im Hertha Trainingsanzug gemacht hat. Aber Gewalt immer kacke. Also ich finde das wirklich immer kacke. Ich habe das schon oft erlebt, auch gerade in Clubs, dass irgendwelche Leute einfach die Bock haben, sich zu prügeln. Ich sage immer, warum haut ihr euch nicht gegenseitig auf die Fresse, dann ist ja alles gut. Aber immer, das ist einfach mir immer noch ein Rätsel, warum immer Leute das so gerne machen. Egal. Dann das zweite Thema, was ich ansprechen wollte. Mann, Ibo Maser und der Wutausbruch. Wir haben gestern schon philosophiert, was du dazu sagen wirst. Ich habe gesagt, Paul, das ist Paul, da muss man drüber stehen. Was sagst du dazu? Ich überlege, ob ich das sagen kann, aber... Du kannst alles sagen. Wir hatten ja zumindest bis zur Halbzeit hatten wir den Papa von Ibo Maser bei uns mit in der Loge gehabt, der meiner Einladung gefolgt ist. Vielen Dank dafür. Vielleicht hörst du heute zu. Er wollte zuhören oder vielleicht dann später bei YouTube. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe das tatsächlich nicht live mitbekommen. Er auch nicht, weil wir da gerade eine Verabschiedung waren. Also Halbzeit kam und wir haben uns dann drinnen kurz verabschiedet von den Leuten. Also er sich und ist dann rübergegangen. Also er wird es live nicht gesehen haben. Aber das war nicht die Frage. Die Frage, wie ich es finde. Ich bin jetzt nicht der größte Pahl-Freund, was Taktik angeht ist, oder was Aufstellung angeht. Das ist richtig. Aber ich finde so ein bisschen Oldschool nicht schlecht. Mhm. Ich bin mir sicher, dass Ibo Maser das nicht vergessen wird. Und das meine ich eigentlich nicht negativ, sondern positiv. Mhm. Ich denke mal, wenn er jetzt, auch wenn er wechseln sollte, irgendwann wieder so eine Szene hat, wird er anders reagieren nächstes Mal. Das hat sich eingebrannt in seinem Kopf. Und ich bin mir auch sicher, in 1, 2, 3 Jahren, wenn er dann gestandener Profi ist, wird er irgendwann ein Interview geben und wird sagen, danke, Paul, für diesen Arschtritt, den du mir gegeben hast. Das hat sich bei mir so eingebrannt und jetzt arbeite ich besser an Händen oder hör auf, dem Ball herzulaufen und so weiter. Es ist oldschool, ja, aber ich glaube, das kam an. Und ich glaube, Paul hat ja auch genau so gesagt, dass er das genauso abbekommen hat, als er ein junger Spieler war. Ich glaube, er hat Jürgen Röber gesagt. Und es spricht ja eigentlich auch von großer Wertschätzung, dass Paul, also man weiß ja, dass der die jungen Spieler halt schon lange verfolgt irgendwie. Und wenn ein Spieler in seinen Augen so wichtig ist und dann da Defizite hat, die ihn aufregen und er erklärt es dann auch noch so, dass er einfach will, dass der den nächsten Step macht und das halt nicht mehr passiert und er sich halt genau wie du sagst, eventuell immer dran erinnern wird, wenn er wieder mal eben nicht defensiv hinterher rennt, dann hat das ja was gebracht. Also ich sehe das genauso. Ist natürlich in der Situation ein bisschen, also für Außenstehende, jeder denkt so, ey, wir müssen ihm Honig um den Mund schmieren, alles möglich machen, damit er sagt, ach Hertha, ich bleib bei dir. Und dann wird er zusammengeschissen. Aber ich glaube, das wird keinen Einfluss auf so eine Entscheidung haben, oder? Ich denke, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist. Was? Dann hör doch mal auf. Nämlich, dass, also er, bei uns, vorher schon. Dass er bei uns weiterspielt. Oh, bitte, wenn ich das Atmen schon höre. Oh. Warten. Ja, nee, das heißt, es ist ein großer Seufzer gewesen, mein Freund. Ich weiß, wie sehr du Ibo magst. Ich weiß, genau, das tue ich auch. Aber ich habe das auch schon früher gesagt, dass ich 30-70 sage, dass er bleibt. Also pro, dass er da bleibt für 30%. Ich halte es für unwahrscheinlich. Aber nein. Aber die Chance war ja zwischendurch wieder gestiegen gewesen, ist richtig. Ja. Ja. Aber ja, man hat jetzt ja auch gelesen, Premier League ist an ihm dran. Ich glaube, es hängt vom Preisschild oder vom Angebot ab natürlich. Ne? Wenn es jetzt ein Angebot ist, wo wir als Hertha natürlich auch sagen müssen, da müssen wir es machen. Also ich sag mal, ab zweistellig bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, als zu sagen, ey, kacke. Aber davor würde ich sagen, bin ich mir unsicher. So wie ich es rausgehört habe, war es ja eher so, dass wir ihm sogar jetzt ein neues Vertragsangebot vorbereiten und sagen, ey, die Mannschaft soll um dich rum aufgebaut werden.
neuer Vertrag und wenn dann nächstes Jahr jemand kommt und du willst, dann ja. Ich bin mir relativ sicher, dass er die Wertschätzung erfahren, dass er die erfährt und dass er die kennt. Ja. Das weiß er. Er weiß, dass er gesetzt sein würde, wenn er bleibt und dass er hier auch in der kommenden Saison, wenn er sich nicht verletzt, Stammspieler sein würde, das weiß er alles. Und ein paar Insights? Aber ist da schon eine Entscheidung gefallen, glaubst du? Also erstmal, um mit vielleicht nochmal klar zu sagen, der Papa von Paar hat nichts durchblicken lassen. Ich hab nee, den meine ich auch gar nicht unbedingt. Aber so, im Club wird ja geredet. So. Und da gibt es ja eine klare Tendenz. Musst ja jetzt nicht sagen, der hat das und das gesagt, aber hast du Sachen gehört, wie es wahrscheinlich, dass er geht? Nochmal, ich möchte kurz feststellen, dass der Papa nichts sagt hat. Nicht, dass er irgendwo dann gleich ein Mädchen aufschickt und sagt, der Papa hat gesagt über Dennis, dass er so und so ist. Nein, der hat nichts, gar nichts gesagt. Wirklich null. Nicht mehr zwischen Zeilen lesen, gar nichts. Ja. Seine Aussage war einfach, das ist nicht meine Entscheidung, das ist seine Entscheidung. Ja, ja gut, aber so. Sonst im Club gibt es da noch Hoffnung, dass wir ihn halten können? Ich habe jetzt von mehreren gehört, dass die Hoffnung nicht allzu groß ist. Okay, so kann man es auch sagen. Okay, Kruse hat gesagt, das gab es unter Röber nie. Ja, Kruse, also du meinst Axel Kruse. Ja, also was Axel Kruse sagt, ist... Mal kurz, ich gehe mal kurz auf die beiden Sachen von Thorsten und 68 Marwe ein. Muss er das vor 60.000 Zuschauer machen und unter aller Sau, wenn er kritisiert wird, dann flippt er gleich aus und wenn er einen 18-Jährigen kritisiert, muss er es verstehen. Ja, finde ich beide komplett nachvollziehbare Argumente. Sie? Ich weiß nicht, ob das denn vielleicht genauso angekommen wäre, wenn es in der Kabine gewesen wäre, wie draußen. Allerdings glaube ich auch, dass es erst dann wirklich klar war, als Skylet gezeigt hat. Also ich glaube, den 60.000 Zuschauern war das gar nicht klar gewesen im Stadion. Das hat keiner gesehen, vermutlich. Nee. Oder die wenigsten zumindest. Glaube ich auch, es hat niemand mitbekommen. Und deswegen, das muss ich sagen, ja, kann man irgendwie nachvollziehen, aber er ist halt der Trainer. Das ist schon ein Unterschied. Und vor allem, das haben ja andere Trainer auch schon, oder fast alle Trainer gemacht. Ich meine, kennt ihr die Aufnahme von Tuchel wieder bei Mainz hier? Ich weiß nicht, wen er da zusammenfaltet, weil er keinen einzigen Pass gespielt kriegt. Legendärer Snippet auf YouTube. Das ist ja kein Unterschied. So, ein Trainer muss auch mal Klartext reden. Ich würde die Wette eingehen, gerne mit dem Chat, dass in 2-3 Jahren ein Interview von Ibo Maser kommt, wo er sich genau dafür bedanken wird. Bin ich mir sicher. Maser hat geweint, das stimmt. Ja, aber das tut er mir auch leid. Aber tut mir auch leid. Und ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen und hätte ihn getröstet. Aber ich glaube, alle oder viele aus der Mannschaft haben danach ja auch gesagt, ey, da muss man durch. Das ist Männerfußball und jeder hat schon mal so einen Anschiss bekommen, der eben das nicht gemacht hat. Und du wirst ja auch nicht besser. Was soll er denn in Watte gepackt werden? Also alles gut. Also ich finde es auch nicht schön, nur mit einem klar zu sagen. Aber ich glaube, dass es fruchten wird. Ja, glaube ich auch. Tja, aber ich bin jetzt ein bisschen traurig, wenn die Zeichen auf Abschied stehen sollten, dann muss... Es ist aber noch nicht unterschrieben oder noch nichts fix. Ja, aber wenn, dann muss eine krasse Summe gezahlt werden. Also wenn Stuttgart hier 6 Millionen zahlt, das ist zu wenig für den Mann, muss ich ehrlich sagen. Wir haben im Sommer noch ein Jahr Restvertrag, meine ich, oder? Zwei. Zwei, oder? Hat bis 26 Vertrag. Also deswegen... Das muss man nicht machen. Also für eine Ablöse von 5, 6 Millionen, so ein Talent, das ist einfach, das ist zu wenig. Dann lass ihn spielen, habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin mir sicher, der hat so ein Potenzial, für den kriegst du in einem Jahr oder vielleicht sogar in zwei Jahren. Gut, er würde bei uns zweite Liga spielen, aber ey, wenn der den Step in die erste Liga macht, da kriegst du 20, 30 in zwei Jahren für den Typen. Gut, das ist die Sicht des Vereins. Jetzt stell dir vor, du bist der Berater von Ibo Maser. Versuch dich mal drin zu setzen. Natürlich, da sagst du natürlich, komm, wir wechseln, ist ja klar. Du kriegst bei Hertha vielleicht 300.000, 400.000. Jetzt kommt Stuttgart, spielst du in der Champions League, also die sportliche Herausforderung ist viel geiler, viel krasser und dann kriegt er da eben vielleicht auch 2, 3 Millionen. Ja, so. Haben wir ja schon mal drüber geredet, dann würde es an Hertha liegen zu sagen, wir machen dir einen neuen Vertrag. Bei uns verdienst du jetzt 1 Million, weil du ein Riesentalent bist.
Vier-Jahres-Vertrag mit einer Ausstiegsklausel. Wir zählen auf dich. Du wirst jedes Spiel spielen. Du wirst unser Regisseur. Dann kannst du es dir überlegen und sagen, okay, ich bleibe noch ein Jahr und ziehe das an mich und dann schaue ich weiter. Das ist seine Entscheidung natürlich. Aber es wäre, aus Herthas Sicht würde ich das probieren natürlich. Ich bin mir auch sicher, dass Benny Weber das auch probiert hat oder probieren wird. Ja. Der Vater schwärmt bestimmt für Dennis und Flo, also für Dennis bestimmt. Ich habe nur kurz Hallo gesagt, weil ich auch nicht so richtig wusste, was ich mit ihm, er ist der Papa von Ivo Maser. Ich habe ihm nur gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass dein Sohn von Anfang an spielt. Und ich hatte eine Pappe mit 4 Bieren in der Hand und dachte, ich gehe mal lieber gleich weiter. Das war der falsche Moment. Ja. Ja. Ja, ja, du hattest, so ist es. Du hattest auch nicht ganz so gute Momente den Abend. Ja. Ich hatte sehr, Moment mal, ich hatte so richtig gute Momente am Abend. Ja, aber auch nicht so gute. Auf was spielst du denn an? Dachterrasse? Dachterrasse war super. Mit keinen Namen nennen? Mm-mm. Aber wieso? Da habe ich ein bisschen Paroli geboten, oder? War das schlimm? Du hast ihn mit aller Macht versucht zu überzeugen, in die Strickloge. Das in die Strickloge zu holen und ja. Auch nach mehreren Erklärungsversuchen, warum das nicht geht, hast du nicht aufgehört. Ja. So bin ich aber. Also bin ich aber auch, wenn ich jetzt nicht 10 Sprite getrunken habe. Also fand ich jetzt nicht schlimm. Also ja, schlimm. Er wird es trotzdem mit dir reden, muss es nicht. Aber ich glaube, im nüchternen Zustand hättest du dich selber so gemacht. Nein. Also ich muss sagen. Ja, egal. Ich sag's lieber jetzt nicht im. Ich sag's lieber nicht online. Ja, gut, okay. Ich fand's auf jeden Fall einen sehr witzigen Abend, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr geiler Abend. Danke dafür überhaupt nochmal. Auch die Dachterrasse war natürlich geil. Auch, dass ich meinen alten Kumpel Kalle getroffen habe, der da aufliegt. Das kannst du sagen, genau. Wirklich absolut legendär. Tja, der kennt sie alle, wa? Worüber können wir denn noch reden? Das Spiel. Tja. Ich habe ja draußen gestanden mit Vinny und habe zu ihm gesagt, weißt du, was das typisch härter wäre, wenn jetzt die nächste Flanke kommt und ein Tor ausfällt. Die Flanke kam, Tor fällt, 1-1. Da war der richtig sauer auf mich. Warum hast du das gesagt? War ja klar, dass es dir passiert, wenn du das sagst. Ja, aber unterm Strich ist es genau das. Es war wieder ein typisches Hertha-Spiel. Was vielleicht die letzten Spiele nicht mehr so da war, aber einen großen Teil der Hinserie so war. Absolut. Du hast gut angefangen, hast verdient 1-0 geführt, 2-3 gute Chancen rausgearbeitet, hättest du eigentlich 2-0 machen sollen, müssen können. Und ab der 30., 35. fängt es an, so in diesen Verwaltungsmodus überzugehen. Und kommst dann auch aus der zweiten Halbzeit nicht besser raus. Man muss zugute halten, dass die Abwehr relativ gut stand, wenig zugelassen hat. Aber dann in der letzten Minute mal wieder, oder letzte Sekunde kann man ja sagen, mal wieder den Ausgleich kriegt. Ja, aber es war rein sportlich gesehen, war das egal gewesen. Es ärgert einen trotzdem, weil so ein bisschen, also ich glaube, Paul ärgert sich am meisten drüber, weil jetzt schon wieder die Ersten angefangen haben zu sagen, ja, Paul ist doch nicht so schlecht und werde ich jetzt doch weiter mit ihm. Ja. Das ist halt genau die, ist genau die Sache, was ich ja auch mehreren Leuten auch danach gesagt habe, dass das bitter ist für Paul, weil die Luft einfach raus ist. Man hat das gemerkt, das ist halt nicht mehr der volle Druck. Wir haben das aber allerdings natürlich schon vorher in der Saison gesehen, dass auch in der Saison einfach da die Spannung in der Mannschaft manchmal nicht da ist und nicht durchgezogen wird. Du hast recht, es fing gut an, aber es hat genauso dann nachgelassen, fand ich. Zweikampf Wille war wieder nicht geil. Die Abschlüsse, einfach, wir haben einfach auch zu wenig Abschlüsse wieder kreiert. Wir haben halt rumgespielt, rumgetingelt und dann, wie viele Ecken wir zugelassen haben, das war ja. Also, aber gut verteidigt. Also ja, zu passiv bin ich bei dir, zu verwaltend bin ich bei dir, aber wir haben trotzdem gut verteidigt. Ja. Finde ich. Ja, aber dass wir dann das nicht schaffen, kurz vor Schluss, das dann auch noch über die Runden zu bringen. Also deswegen Stubi. Flo findet alles witzig. Ja, ich finde vieles witzig, weil es einfach mehr Spaß macht, das Leben witzig zu sehen. Und ich eigentlich auch für euch, weil es einfach doof ist, wenn hier einer
nicht gut gelaunt sitzt. Aber das fand ich ehrlich gesagt mal wieder nicht witzig, das Spiel. So, weil es mich einfach sauer macht. Es macht mich einfach sauer teilweise, weil ich eben finde, es war wieder so, dass in den Zweikämpfen und so von dem Willen und Einsatz her das eben nicht so war, dass man dachte, okay, da wird jetzt alles rausgehauen, um jetzt nochmal wirklich richtig das Spiel zu gewinnen, auf Teufel komm raus, sondern... Ja, du hast ja geführt. Also du wirst ja den Einsatz nicht zeigen müssen, um das Spiel zu gewinnen, wenn du führst. Du musst es natürlich doch, versuchen. Doch, musst du eben doch zeigen. Du musst die Zweikämpfe führen. Und wenn du dann halt wieder irgendwie haben zurückziehst... Nee, ich fand zum Schluss... Es war ideenlos, es war risikoarm nach vorne. Risikoarm und hinten dann auch wieder rumgeschnockelt, die Bälle irgendwie sich zugekickt, dann dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt. Wir haben uns wieder hinten reindrücken lassen, auch so viel Ecken das zuzulassen. Richtig, ja. Das ist einfach... Warum machst du das? Ja, aber warum? Warum? Weil du kein Gegenpressing mehr erzeugst. Du machst kein hohes Pressing mehr. Du, genau. Wenn du den Ball eroberst im Zweikampf, siehst du, dass eins, zwei Meter vorne gehen, die anderen bleiben in der Mittellinie stehen, weil sie lieber verteidigen wollen. Das ist ja das Problem. Aber das meine ich ja. Du hast ja ohne Grund aufgehört. Hannover war jetzt ja nicht so stark, dass man dachte, okay, jetzt drücken die uns hinten rein, sondern wir haben wieder gedacht so, naja, komm, wir lassen die jetzt mal kommen, wir müssen jetzt nicht mehr so viel geben, setzen wir vielleicht noch einen Konter. Aber das war genau, das war der Punkt. Du wolltest hinten sicher stehen und dann nicht schnell Konter zu fahren. Das war die Taktik oder die Idee dahinter. Hat nicht geklappt. Also hat bis zu 93. gut geklappt. Und wir haben ja auch nicht so viel zugelassen eigentlich. Naja, hätten wir das Spiel 1-0 gewonnen, würden wir ja anders reden wahrscheinlich. Aber ich würde es genauso erzählen, dass wir zu passiv waren und zu defensiv waren. Finde ich nämlich auch so. Ich hätte das auch gesagt. Ich fand das Spiel, also erste Halbzeit war okay. So, zweite Halbzeit fand ich nicht mehr okay, muss ich sagen. Also man hat das halt gemerkt, je länger das Spiel ging, desto weniger haben wir da investiert. Und also ich fand, es war dann wieder so Larifari hergeschenkt, so was wir halt diese Saison halt schon ein paar Mal gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist ja im Endeffekt auch egal. Ich finde es aber genau richtig. Für Paul ist es traurig. Und ich meine, dann du hast ja danach auch, ich weiß nicht, ob du die Interviews dir angeguckt hast mit Toni Leistner, Kempf, da hast du ja gesehen, die Spieler sind auch angepisst, auch genau deswegen, weil wir eben nicht alles raushauen. Die sagen ja selber so, ey, wir verkacken es uns regelmäßig selber, weil wir einfach dann zurückstecken. Ich glaube auch nicht, dass Paul da sich hinstellt und sagt, wir machen nichts mehr nach vorne, sondern ganz im Gegenteil, Paul ist, glaube ich, schon jemand, der sagt, wir müssen das zweite Tor machen, ansonsten wisst ihr, was passiert, aber die Mannschaft macht es irgendwie nicht. Jetzt Stuttgart tut sich aber generell schwer, ähnlich wie wir, wenn der Gegner tief steht, sich Chancen zu kreieren, was sie auch wunderbar gezeigt haben. Ja. Wenn du das als Gegneranalyse mitnimmst und sagst, okay, dann stellen wir uns hinten rein, versuchen sicher defensiv zu stehen und gucken, ob wir nach 2, 3, 4 Konter fahren können, dann ist das erstmal eine Taktik. Ob die eine gute ist oder nicht richtig gut ist, aber es ist eine Idee, es ist eine Taktik, die er da haben möchte. Und dann gibt er das die Spieler natürlich auch genauso vor. Ab der Mittellinie pressen, nicht mehr 20 Meter davor. Wir laufen noch mit 2 Stürmern an, nicht mehr mit 3. Du gibst ja diese Taktik gibst du vor. Und deswegen glaube ich schon, dass das taktisch so gewollt war. Vielleicht noch nicht die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, aber spätestens ab Beginn der zweiten Halbzeit. Können wir ihn ja vielleicht mal fragen. Das würde mich sehr interessieren. Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass Paul ganz schön angepisst ist. Ja, weil es nicht geklappt hat. Nee, weil ich glaube eigentlich... Lieber weiter pressen, schon Mittellinie anlaufen vorne, Gegner einspielen. Da kannst du aber auch so ein Spiel erleben wie in Magdeburg. Kannst du auch erleben. Aber wir haben ja, wie gesagt, ich glaube, dass Paul es lieber wäre, jetzt aufs 2-0 zu gehen und das zu zeigen, weil es schon klar ist, was passiert. Also es war ja, also hast du ja selber gesagt, also auf der Loge, wir haben alle gesagt, wir kriegen gleich das Tor. Und dann, bang, haben wir das Tor gekriegt. Es war okay. Ja schon abzuschätzen davor. Ja, das ist wieder typisch. Es war nicht abzuschätzen, es war typisch. Ich finde, nochmal, man hat es schon kommen sehen. Du hast einen Gegner, ich nehme ein paar seltenen Schutz, aber diesmal würde ich ihn vielleicht sogar teilweise in Schutz nehmen wollen, zumindest. Wenn du den Gegner oder die Schwäche des Gegners so ausmachst, dass er das Spiel nicht machen kann, dass er sich sehr, sehr schwer tut, gegen tiefstehende Mannschaften zu spielen, dann gehe ich erstmal dahin und sage, okay, wir führen 1-0 und stehen dann hinten sicher, weil wir wissen, Hannover wird es nicht viel draus machen. Klar, werden sie 1-2 Chancen haben, aber die werden jetzt nicht uns ausspielen, wie Leverkusen oder Bayern das machen würde.
sodass die Chancen ja auch, wenn wir kein Tor schießen, erstmal nicht schlecht stehen, dass wir das Spiel 1-0 gewinnen. So, und dann hoffst du natürlich, dass du die Konter kreieren kannst. Da hätte ich mir aber allerdings mehr Risikobereitschaft gewünscht. Wenn du den Ball hast, dann ab nach vorne mit 3-4 Leuten und nicht bloß mit 1-2, um dann die Chancen eventuell 2-0 zu machen. Ich fand die taktische Anweisung in dem Fall nicht schlecht. Ja, sie hat nicht funktioniert. Also sie hat funktioniert bis zur 92., 93., aber eben nicht die letzten paar Sekunden. Und ich bin mir sicher, wenn wir das Spiel 1-0 gewonnen hätten, würden wir hier anders reden. Dann würden wir sagen, ja, Kampfsieg war kein schönes Spiel, aber gewonnen und erzählt, das ist ein Ergebnissport. Sowas würden wir dann hier erzählen. Hat nicht geklappt, ja. Wir wären sicher vielleicht zufriedener, aber das ist ja das Ding eigentlich, das haben wir da vorher auch gesagt, es geht ja nicht mehr um die Punkte, sondern eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen einfach jetzt, dass wir geil spielen, dass wir diesen Spirit und das rauszuhauen, zu kämpfen irgendwie jetzt zeigen, dass wir probieren, gut offensiv zu spielen, die letzten Spiele irgendwie. Das finde ich jetzt ja fast wichtiger, als jetzt die Punkte zu holen. Und ich fand, das war eben in der zweiten Halbzeit nicht so, dass man dachte, geil, sondern es war wieder so, dass man dachte, oh Mann, ey, so wollen wir ja, nicht spielen. Viel ich Pass ja nicht, ohne Ende. Ich will es ja gar nicht schönreden, Gottes Willen, das kam jetzt falsch an. Nee, weil du meintest so, ey, wir haben sicher gestanden, wir haben uns zurückgezogen. Ich fand es eben nicht, ich fand, wir haben die Bälle so, es war so Fehlpass. Eben, so aber wir haben gut verteidigt, finde ich. Ja, wir haben halt kein Tor bekommen, weil Hannover halt auch schwach war. Was hat denn Hannover für Chancen gehabt? Ja, mir fällt eine ein, aber sie von dem Tor. Eben, weil sie auch, eben auch das ich, nicht erspielt haben gut. Ne? Eben, aber weil sie nicht können. Wir haben ihn aber das viel, zu erkennen ist ja nicht schlecht. Wir haben aber viele Optionen denen gegeben, also was unnötig war. Du hast ja in der ersten Halbzeit gesehen, hätten wir weiter schön nach vorne gespielt, hätten wir das, glaube ich, klar gewonnen. Aber ist ja auch Wurst. Die Frage ist jetzt, spielen wir das jetzt die Saison genauso zu Ende? Dass wir sagen, okay, Luft ist raus, weil jetzt ist egal. Bleiben wir jetzt 9.10.? Nein, ich glaube schon, dass das, wir jetzt die letzten drei Spiele gewinnen könnten. Elversberg ist schlecht drauf, kannst du schlagen. Lautern musst du eigentlich schlagen zu Hause. Und auch in Osnabrück, die bis dahin abgestiegen sein werden, solltest du die drei Spiele tatsächlich gewinnen. Und wir werden am Ende, wir werden die letzten drei Spiele werden wir gewinnen. Okay. Bin ich von überzeugt. Pro Pal für nächste Saison oder die Namen, die gehandelt werden, würdest du bei dem einen sagen, wo du sagst, also ich würde gerade sagen, es kommt nicht auf Pro oder Contra Pal an, es kommt darauf an, wer die Alternative ist. Natürlich, wenn, aber wenn Christian Markus Tell die Alternative ist, würde ich sagen Pro Pal. Wenn, Markus Gisdol? Pro Pal. Ja, würde ich auch sagen. Aber wenn du mir jetzt ein ein Tim Walter sagst. Oliver Reis vorschlägst, würde ich lieber Oliver Reis nehmen. Mhm. Zum Beispiel. Okay. Gut, mir war gerade noch was eingefallen. Für Lauter geht es um alles, das ist richtig, ja. Aber wer weiß, ob es da immer noch um alles geht. Ja, gut, ich denke aber schon, dass Hertha da schon Bock hat auf eine Revanche wegen dem Pokalspiel. Ich glaube, das tut vielen Herthanern weh, dass wir das Spiel verloren haben. Ja, glaube ich auch. Und da kann ich mir vorstellen, dass es den Spielern da ähnlich geht, dass die da Bock haben, als Strafe dafür, dass wir das Spiel so verkackt haben, den noch richtig mitzuheben und zu sagen, hier, sollte eigentlich laufen müssen, der Pokalspiel. Ja, das glaube ich auch, da wird vielleicht die Motivation ein bisschen leichter sein, auch weil es wahrscheinlich allen immer noch wehtut. Denke ich, ja. Ja, so wie uns auch. Gut, gegen Elversberg, wir werden es sehen, was jetzt passiert. Du fährst hin, wa? Ich war noch nicht in Elversberg. Ja, wer war schon in Elversberg? Ich kenne keinen. Ich auch nicht. Beachtlich, finde ich geil. Ich wünsche viel Glück. Ich hoffe, dass die Mannschaft einfach da mit Passion jetzt mal hinfährt und sich das eben nicht so sagen lässt. Wie gesagt, ich fand die Interviews nach dem Spiel sehr bezeichnend. Und es ist halt irgendwie krass, wenn da drei Spieler sagen, so, es ist einfach ein Spiegelbild der ganzen Saison und es ist halt schade, dass hier nicht jeder alles raushaut. Halt schwierig. Da denkt man schon wieder so, ey, was stimmt denn da nicht, finde ich. Deswegen, die sollen sich mal zusammenreißen. Aber gut. Letzte Woche hatten wir ja dieses geile Special mit unserem, oder auch mit deinem Biene-Ritterbär Podcast-Jungs. Was sagst du dazu? Wie ist der Spieltag für Union gelaufen? Haben die ein Schwein gehabt im letzten Moment?
Also erstmal, ich fand dieses Format letzte Woche auch geil. Ich habe auch sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Auch von Leuten, die sonst weder das eine noch das andere nicht hören. Also von Hörern Positives über die Schrickloge. Ja. Und auch Leute, die Schrickloge geguckt haben, die dann daraufhin den Podcast gehört haben. Oder ältere Folgen gehört haben. Also ich finde, auf kleinem Niveau war das schon ein Erfolg gewesen. Finde ich, wir sollten das wiederholen. In regelmäßigen Abständen. Das scheitert in der Regel nicht an mir. Richtig. Also nicht, wir sollen es nicht zu oft machen, aber ich sag mal so, 3-4 Mal in der Saison kann man diese Kollabo ruhig mal laufen lassen, um zu besprechen, was ist denn mit den ganzen Clubs der Atzen passiert, wo stehen die? Und wir haben ja drüber geredet, Union, ich spiele jetzt auf Union an. Krass, also es ist ja genau so gekommen, eigentlich wie wir dachten, Bochum gewinnt am Freitag, setzt Union damit schon mal unter Druck. Union spielt, glaube ich, unentschieden. Ja, Gladbach, 0-0. Eigentlich ein gutes Spiel gemacht. So haben die mal. Also, ich habe nur Gladbach so gesehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Haben viele Chancen gehabt, die aber nicht genutzt, wo man auch sagen kann: Alter, wenn du die Dinger nicht reinmachst, wir kennen es auch so. Und dann Mainz führt gegen Köln ganz lange und dann, ich glaube, in der 5. Minute der Nachspielzeit gibt es den Elfer. Ansonsten wäre Union jetzt auf dem Rallyeplatz. Entscheidend für die Saison, meinst du? Entscheidend ist die nächsten beiden Spiele. Oder eigentlich das nächste Spiel, weil es ein direktes Duell ist, Union gegen Bochum. Ja. Wenn Union das gewinnt, war es das eigentlich schon fast mit den Abstiegssorgen. Wenn du das verlierst, steckst du ganz tief drin. Also das ist also, nicht nur ein 6-Punkte-Spiel, das ist ein 9-Punkte-Spiel, denke ich mal. Ja, die Sache ist halt, Mainz wären die, hätten die gewonnen, dann wären sie vorbei gewesen. Da hätte Mainz es jetzt ja auch schon in der eigenen Hand gehabt. Jetzt ist ja Mainz, glaube ich, noch auf dem Rallyeplatz. Die müssen jetzt ja auch erstmal die Punkte machen. Aber du hast schon recht, ey, also wenn mal Druck auf dem Kessel ist, dann da. Also das ist, und Bochum hat auch gut gespielt. Also das ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja mal so richtig Clash. Also. Und Köln eigentlich durch, negativ durch, also wird runterkommen. Ja. Macht die zweite Liga noch krasser, finde ich. Boah, ey, ultra krass. Noch so ein Traditionsclub. Wenn wir nochmal den Schnitt noch weiter nach oben powern, ist krass. Hast du die Drittligaspiele gesehen? Also zumindest die relevant sind für den Aufstieg. Münster ist ja Dritter aktuell. Also Ulm und Regensburg sind Erster und Zweiter. Auch nicht so geile Aufsteiger, aber okay. Dritter Preußen Münster und die haben gespielt bei Viktoria Köln. Und Dresden als Vierter hat gespielt bei Saarbrücken, die Sechster waren. So, Dresden macht es 1-0 und Köln, Viktoria Köln führt 3-1 gegen Preußen Münster. Also 2-0, 2-1, 3-1. Und damit war Dresden wieder auf dem Relegationsplatz gewesen. Boah, ich stell mal vor, Dresden kommt auch noch rein. Feier. Lange Rede, sind Dresden spielt der Unentschieden 2-2 und Preußen Münster macht mal schnell aus dem 3-1 und 3-5 und ist wieder auf dem Relegationsplatz. Also es wird spannend. Aber ich hätte schon gerne Dresden in der zweiten Liga. Oh, dann wird's, ey, das wäre zu krass, Alter. Das ist ja nur ausverkaufte Spiele, ey. Das ist natürlich geil. Dafür hast du aber auch Ulm und Regensburg. Das stimmt, aber ey, wenn jetzt Köln noch runterkommt, ey, da ist schon so der Schnitt, boah, ist schon krass, also wirklich krasse zweite Liga. Ja, sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, was man sagen soll. Also es ist alleine nächste Woche das Spiel Union gegen Bochum. Das ist krass. Da geht es eigentlich schon fast um alles. Es sei denn nicht unentschieden, dann hast du eigentlich nur alles wieder vertagt. Und dann gewinnt Mainz, zieht vorbei. Boah, dann, also das ist ja so eng. Ich glaube, Mainz hat 28 Punkte, Bochum und Union 30, oder? Ja, die hatten 29 davor. Ja, also ey, knapper geht's ja überhaupt nicht. Das ist wirklich krass. Ja, Essen hat ja erst noch Sonntagabend gespielt, meine ich. Und Dresden ist 5 Punkte weg, richtig. Aber die hatten ja geführt in Saarbrücken. Damit hätten sie 2 Punkte mehr. Und Köln lag 3-1 hinten. Deswegen war Dresden auf dem Relegationsplatz. Okay. Das zu viel. So, das soll es gewesen sein. Es gibt noch ein Topping. Habe ich noch. Einen habe ich noch. Ich habe auch noch oder, einen. Was oder du jetzt? Hast den. Oder du hast ich den. Ich weiß nicht. Sag du zuerst.
2.6.? Ja! Ah! Hau du ihn raus. Hau du ihn raus. Hau du ihn raus. Wir machen unser Community-Treffen. Ich habe mit Armin nochmal gesprochen, dem Trainer von der Dritten. Am 2.6., das ist ein Sonntag. Warte. Ich gucke nochmal sicher selber nach. Müsste ein Sonntag sein, oder? Mhm. 2.6. ist ein Sonntag. Da hat Hertha Amers 2 ihr letztes Saisonspiel zu Hause. 11.30 Uhr Anschluss, glaube ich. Das müssen wir nochmal ein bisschen, das musst du mal kundtun, also nochmal schriftlich kundtun. Und ich hoffe, dass wir sehr, sehr viele Leute da sein werden. Es gibt einen Bierstand vor Ort, wo wir für einen guten Zweck dann ein bisschen was ausgeben können, um die Hertha Amers 2 zu unterstützen. Und Flo und ich werden da sein. Ich hoffe, dass ich auch Tom überzeugt kriege, dass er kommt. Vielleicht auch die anderen YouTuber. Henry hatten wir eigentlich auch gefragt, ne? Also ich denke, das wird ein lustiger Abendtag werden. Sonntagmittag hat vielleicht jederzeit, auch wenn es Familientag ist. Ich würde mich freuen, wenn wir da ganz viele von euch sehen und wir einen coolen Tag erleben können. Na, vor allem, und ein bisschen härter. Und die Amas unterstützen, das wäre halt mal geil. Genau. Ja? Wirklich. Ihr sollt auf jeden Fall irgendwie nochmal kundtun. Ja, Uhrzeit. Ja. War? Ich will auch gerne Hater treffen. Ich will nicht nur aber liebe, nette Menschen treffen, ich will nur ein paar Hater treffen. Ich mag es, wenn ich Kontakt kriege. Genau, die lieben Menschen, die übernehme ich und Dennis übernimmt die Hater. Ich grüße die nur. Und 11.30 Uhr ist Anschluss, aber ich glaube, wir hatten gesagt, wir treffen uns um 10 oder so schon. Ja, warte, so ich guck grad. Erzähl weiter. Ja, um 10, damit da schon ordentlich vorher sich begrüßt werden kann und vielleicht schon die ein oder andere Wurst gegessen wird und vielleicht ein oder andere Sprite getrunken. Dann gucken wir uns das Spiel zusammen an. Das geht dann bis um 15:45 und dann ist gut. Also deswegen... Naja, wir können ja ein bisschen auch bei der Saisonabschlussfeier mitwirken. Ja, das wer will, natürlich kann da auch dann noch ein bisschen länger abkeimen, aber dass vielleicht ein bisschen wir vorm Anstoß uns schon treffen da. Ja. Ich bin gerade dabei. Genau, Hambo wollte dich wegen Nummer und Insta irgendwie ansprechen. Das ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn mir, guck mal in dein hier bei Twitch in die Nachrichten rein, da habe ich dir zurückgeschrieben. Okay. Gut. Ja. Also das war's von mir heute. Du musst jetzt noch ganz kurz ein bisschen rauszögern. Das Ende. Ich suche gerade. Ich muss nämlich jetzt schon wieder auf eine Feier, Leute. Oh Mann, Alter. Die müden Augen werden noch müder. Ich muss auf einen Nachbarn macht Tanz in den Mai. Oh. Ich find das gerade nicht. Was suchst du denn, mein Hase? Wo und wie die Straße heißt und so weiter. Das werden wir das nächste Mal. Die Leute müssen ja noch einen Grund haben, einzuschalten. Ja. Erstmal den Termin merken. Genau, warte, ich habe es aber jetzt habe ich schon gefunden. Jetzt geht nur zum letzten Spieltag. Ah, Blaue Teufel hat schon zugesagt. Sehr schön. SV Buchholz. 10.30 Uhr ist Anstoß. Ja, 10.30 Uhr Anschluss, würde ich sagen, wie um 9.30 Uhr treffen da. Aber lass uns das wieder nochmal alles nochmal schriftlich machen. Hertha BSC 3 oder Amers 2 gegen SV Buchholz 1911. Geiler Plan. Gut, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt auch essen und dann noch eine Sprite trinken. Ich muss morgen leider arbeiten, ich honk. Genieß den Feiertag. Ja, genieß den Feiertag. Danke. Und fühlt euch gebenedeit und geliebt von der Strickloge. Wir sagen hau he und ja, wir sehen uns morgen bei Tom um 18:45, glaube ich. Bis dann. Mich nicht, aber bis dann. Ciao, ciao. Aber vielleicht du ja auch. Ja, als Zuschauer vielleicht. Vielleicht schaust du mal rein. Ciao, ciao. Bis dann. Au revoir. Ja. Jetzt aber. Ciao.